Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist der Schluss des DAX. Wir sind am Jahresende angekommen. Der DAX ja heute schon im Feierabend, im verfrühten Feierabend, 14 Uhr, ist ja an der deutschen Börse schon Schluss gewesen. Die Amerikaner sind noch dran, nicht nur heute, sondern auch morgen noch. Also für diejenigen, die noch nicht genug von der Börse haben, haben bis morgen noch Zeit, da mitzumachen. Das ist also der DAX, aktueller Schlusskurs hier für dieses Jahr, 15.884,86. Also das sieht ja schon mal nicht so schlecht aus. Jetzt müssen wir mal gucken, wo war der Jahresanfang? Gucken wir mal das hier oben. Das ist hier gewesen, ungefähr hier zu dem Zeitpunkt. Wir sind also ein gutes Stück höher. Also das ist jetzt sehr grob gerechnet, bitte das notfalls nochmal genau, aber einfach, dass wir das nochmal so ein bisschen visualisiert haben von hier ausgehend. Ach Gott, Moment, wo sind wir? Ist nicht so einfach. Von ungefähr hier ausgehend bis zum aktuellen Schlusskurs, machen wir das mal so symbolisch darüber, das sind 15%. Das ist schon mal eine ganze Hausnummer, die der Kurs hier nach oben gegangen ist. 2140 Punkte knapp. Also das ist was. Ist jetzt nicht ganz genau, bitte. Ich habe es jetzt nicht millimetergenau gemessen, sondern mit einer grob Überlegung. Also sehr schöner Anstieg, was wir da schon mal gesehen haben. Es macht jetzt wahrscheinlich heute gar nicht so viel Sinn. Wir sehen uns ja natürlich im neuen Jahr wieder, auch mit neuen Analysen dazu, hier drüber zu sprechen, zumal eigentlich sich nichts Neues ergeben hat. Das heißt, ein Rücksetzer müssen wir eben mitrechnen, ein bisschen. Das hatten wir ja die letzten Tage schon angekündigt. Das scheint sich jetzt so ein bisschen anzudeuten. Ob das jetzt hier schon der Beginn dafür ist, das ist mal dahingestellt. Aber das sollte uns nicht sehr stören, wenn der Markt jetzt mal irgendwie sowas macht. Wir erinnern uns, das ist doch ein Klassiker, womit wir sowieso rechnen müssen. So, warum gucken wir uns den an? Der macht ja nichts mehr. Der will nicht mal mehr spielen dieses Jahr. Was noch spannend sein kann, das ist der amerikanische Markt. Und deshalb gucken wir Dow Jones, hier der Future dazu. Immer noch in der Aufwärtsbewegung. Vielleicht geht es nochmal so ein bisschen runter. Viele haben mich auch gefragt, ist das jetzt hier so die Gewinnmitnahme am Jahresende? Statistisch gesehen, wenn man sich das anguckt über ganz lange Zeit, ist das eigentlich nicht typisch, dass es am Jahresende eine Gewinnmitnahme noch gibt. Viele sagen, ja, aber das wäre doch logisch. Ja, aber die Statistik zumindest mal sagt das nicht. Wir hatten ja schon häufiger mal drauf geguckt, komm, das tun wir uns jetzt nochmal einmal an zur Feier des Tages. Ja, richtig viel kann man nämlich aktuell jetzt ja auch gar nicht sagen. Wo sind wir? DAX haben wir hier. Wenn wir mal angucken hier den DAX über die letzten Jahre, dann sehen wir, selbst in den allerletzten Tagen ist das noch eine Aufwärtsbewegung. Wie gesagt, das ist eine Durchschnittsbildung von vielen Jahren, der Dow Jones. Wenn wir hier die letzten 33 Jahre sehen wir das ebenso. Also man kann jetzt nicht unbedingt sagen, doch, 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 am Jahresende ist immer eine Gewinnmitnahme. Ja, zu sehen ist jetzt zumindest nicht, wenn man sich anguckt, wie das in der durchschnittlichen Entwicklung dann eben entsprechend war. Sucht euch selber eine Zeit raus, die für euch relevant ist. Es ist eigentlich in allen Zeitebenen und auch in den meisten Indizes so, dass es auch gegen Ende nochmal tapfer nach oben gegangen ist, zumindest wenn man sich das längerfristige Bild anguckt. Es ist also von der Statistik her nicht zwingend damit zu rechnen, dass die nächsten Tage hier nochmal, Tage ist gut, viel Zeit haben wir nicht mehr, die letzten Stunden des Jahres nochmal ein großer Verkaufsdruck aufkommt. Damit ist wohl typischerweise nicht zu rechnen. Zumindest mal, wenn man der Statistik glauben darf. Aber wir dürfen natürlich damit rechnen, dass wir trotz alledem nach so einem Anstieg, ich mache jetzt bewusst einen kleinen Break, irgendwann so ein Rücksetzer kommt. Ob das jetzt noch vor dem Jahreswechsel ist, ob das nach dem Jahreswechsel ist, das ist auch nicht in dem Sinne eine Gewinnmitnahme, sondern so eine typische technische Reaktion, wie wir sie halt immer wieder haben. Diese klassischen Korrekturen bis in diese typischen Tiefen hinein sozusagen. Das kann uns hier auch blühen. Im Moment sieht man es noch nicht. Hier gibt es einen ganz kleinen Ansatz jetzt heute Nachmittag, aber ob der jetzt tief genug dann reicht, um uns dann hier in die mittlere Chargen dann wieder reinzubringen, das ist mal dahingestellt. Also man kann sagen, insgesamt ist es ein ganz guter Ausstieg, ein ganz gutes Ende, wie man sagen will, für den Markt dann letztlich dann doch geworden und dementsprechend immer noch ein bullischer Markt. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, es ist nicht zwingend damit zu rechnen, dass sich das jetzt dramatisch schnell ändern dürfte. Wir behalten es im Hinterkopf. Wir werden natürlich im neuen Jahr über die Märkte auch wieder gucken, ob dann tatsächlich sich das materialisiert, was wir in den letzten Tagen immer mal wieder angesprochen haben, ob das von diesem Niveau, von einem höheren Niveau, wie auch immer passiert, ob das eben bullisch bleibt. Für dieses Jahr ist das der letzte Videobeitrag jetzt hier im Namen und für Finanzmarktwelt.de. Deshalb von dieser Seite, von mir und mit Sicherheit im Namen des ganzen Teams ein gutes neues Jahr wünsche ich euch. Kommt gut rüber, bleibt gesund, werdet gesund, falls ihr in irgendeiner Form
angeschlagen seid. Ich wünsche euch ein erfolgreiches, ein glückliches neues Jahr und im nächsten Jahr sehen wir uns dann wieder und dann gucken wir, was die Märkte uns dann alles Schöne bescheren. In diesem Sinne euch alles Gute und liebe Grüße.